Kennt ihr das auch? Manchmal hat man einfach Bock rauszufahren und mit einer leichten Enduro es richtig krachen zu lassen. Tja, aber da wird wieder einem was klar, hier in Dach kann man das nicht mehr machen. Genau in dieser Sekunde schreibt mir Anderl, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm nach Bosnien zu kommen, zu Enduro Spirit. Ein Veranstalter, der mit Beta-Motorrädern einen All-Inclusive-Reiseurlaub anbietet. Wie? Eine Woche All-Inclusive für 1100 Euro? Alles dabei! Ja, okay, dann ist jetzt schon gebucht. Wir fahren in 12 Stunden von München nach Bosnien und sind einer der ersten, die vor Ort ankommen. Es ist auch möglich, mit dem Flugzeug anzureisen und mit dem Shuttle von Enduro Spirit zum Hotel gefahren zu werden. Wir bekommen dadurch auch den Servicetag mit. Hier geht alles Hand in Hand und jeder Griff sitzt, um die fast 40 Maschinen immer in einem guten Zustand zu behalten. Es trudeln jetzt immer mehr andere Fahrer ein und es gibt eine erste Besprechung im Hotel. Der Tag läuft bei gutem Essen aus, aber morgen geht es jetzt los. Guten Morgen miteinander. Ja, wir sind in Bosnien, also Andi und ich sind jetzt gerade in Bosnien angekommen oder gestern angekommen, haben den Tag schön verbracht. Und ja, es beginnt bald. In 20 Minuten ist hier Treffen. Ich befinde mich gerade eben im Enduro Spirit Werkstattbereich. Auf der anderen Seite ist ein wunderschöner Fluss. Und ja, also hier ist es wirklich richtig idyllisch. Und wenn man dann mal ein bisschen sich hinhocken möchte, kann man das auch tun. Da kommen schon die ersten beiden. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und man sieht sich. Ciao. Nun geht es um die Ausgabe der Anziehsachen. Man kann natürlich auch seine eigenen Sachen mitnehmen. Albert hilft hier gerne beim Finden der richtigen Ausrüstung. Aber endlich geht es los. Die Maschinen werden gestartet und jeder kann sich zu seiner Gruppe stellen. Es gibt drei Gruppen: Krabbelgruppe, mittlere Gruppe und die Pros. Anderl, eine Schweizer Gruppe und ich gehen in die Anfängerklasse. Albert fährt mit den Anfängern auf einen Übungshügel und erklärt den Fahrern, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wie man richtig fährt. Beim Enduro locker bleiben. Weil so locker, so weniger Energie man braucht. Das heißt, nicht fahren im Krampf, also nicht nur auf die Hände hängen. Ja. Warum? Weil nach 2 Stunden du kannst nicht mehr Kupplung ziehen. Oder? Am Ende der Einführung muss man das Gelernte am Übungshügel zeigen. Danach geht es aber durch das Dickicht zu einem Erdhang, an dem wir fast eine Stunde lang uns versuchen. Da es aber leider keiner schafft, dort hinaufzukommen, wählen wir eine Alternativroute. Nach ein paar Stunden Fahren verschnaufen wir auf 1700 Meter an einem kleinen Rastplatz. Aber meistens so 6-7 Leute Maximum. Dann kannst du das schon fühlen. Speziell wenn das gleiche Level ist. Dann läuft das, weißt du. Ja. Weil wenn zu große Unterschiede in der Gruppe ist, auch scheiße. Mhm.
als der beste Mann immer unterfordert sein. Mhm. Ja, weil der wartet immer dann und die anderen, wenn der vergeht, genau, hinterher. Genau. Mhm. Nun geht es aber in ein Steinbett, in dem wir den Berg hinaufrasen. Auf den Berg hinaufgefahren, treffen wir die anderen Gruppen und genießen den wundervollen Ausblick auf den See Ramsko-Jezero. Wir drehen danach um und fahren nach Hause und genießen den Abend. Der nächste Tag fängt schon routinierter an und wir starten direkt in einen Urwald ab. Bei einer Bergfamilie bleiben wir stehen und klatschen mit den Kindern ab. Weiter geht es auf einer Kammspitze. Es geht teilweise einfach direkt in den Himmel. Einfach mega geil. Oben an der Spitze angekommen, versucht gerade die Pro-Gruppe am Hang quer hinaufzufahren. Hut ab, Alter. Das ist sowas von krass, dazu zu schauen. Jetzt geht's erstmal an eine Jägerhütte zum Essen. Ivan, unser Koch und Freund von Albert, bereitet am offenen Feuer leckere Hähnchenschenkel und Würstel für uns vor.
Gestärkt fahren wir weiter über Bergkämme. Die Progruppe ackert sich derzeit über Steinhänge und Moränen hinauf, bis wir wieder fertig und glücklich zusammen zu Hause ankommen. Der nächste Tag ist ein Pausentag. Hier können die Fahrer machen, was sie wollen. Anderl und ich fahren mit unseren neuen Schweizer Buddies Marco, Ivan und Silvan an den See Ramsko-Jazero und entschillen ein wenig. Die anderen Ricolas ringen auf der Wiese. Ja, was man halt so macht an seinem freien Tag. Auf der Wiese, oder? Schwingen. Okay. Schweizer Sport. Ja. Ist ein bisschen anders als Ringen. Ja. Ich sehe es jetzt schon, die ziehen sich jetzt beide die Hose aus. Es gibt schon zwei kaputte Hosen. Und ein Bandscheibenvorfall. Der nächste Tag startet an der Auffahrt von dem ersten Tag. Wir versuchen es noch einmal, dort hinaufzukommen. Weiter arbeiten wir uns durch den Wald, bis wir an einem kleinen Stadel eine Pause einlegen. Wir versuchen uns nun an heftigeren Auffahrten durch den Wald und in den Hochebenen, bis wir zu einem Dorf gelangen, der in den Bergen sich befindet. Dort kehren wir ein und werden gut bewirtet. Wie hat denn heute das Essen geschmeckt? Super! Super! Da können wir ihm danken. Weil es gab heute Chivapchichi, Kekse, Chuchuk.
Na, wirklich? Hast du es aufgenommen? Ja. Ja, geil. Wirklich voll drüber geschanzt, oder was? Mega geil. Boah, da spaßst du langsam. Boah, voll wirklich eingeschlagen, oder? Ja, siehst du. Ich boah, ohne dich. Wir haben abgebremst und dann ist geradeaus. Was hat denn das? Gibt's da diese Kleine? Ja. Nach dieser krassen Einlage fahren wir noch ein wenig rum. Aber jetzt ist es wieder Zeit, zum Hotel zu fahren und den letzten Abend ausklingen zu lassen. No video. Dann komm her. Mensch, war das wieder ein geiles Event. Danke Enduro Spirit für diesen geilen Wochentrip. Wir sehen uns nächstes Jahr.